Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen uns heute mal zusammen anschauen, wie wir beim Gigaset GL7 die vergebende Bildschirmsperre, also den Code zum Entsperren des Displays oder des Geräts überhaupt, wie wir den ändern können, diesen Code. Wir haben da eine Zahl vergeben und es kann ja sein, dass man sich die vielleicht doch schlecht merken kann oder man hat sich vielleicht bei der Eingabe mal beobachtet gefühlt und möchte aus Sicherheitsgründen lieber diesen Code mal ändern. Dann hoffe ich, dass dieses Video genau das Richtige für euch ist. Wir schauen uns das Prozedere zum Ändern der Bildschirmsperre mal genauer an. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video wollen wir uns mal mit dem Ändern unserer Bildschirmsperre beim Gigaset GL7 befassen. Wir haben hier eine Bildschirmsperre aktiv, die greift, indem man einfach das Gerät schließt sozusagen und wieder aufklappt und dann wird man nämlich nach diesem Code gefragt. Da steht auch, geben Sie den vierstelligen Code ein und dann drücke ich hier, bei uns ist das halt ganz easy, 4x0, 1, 2, 3, 4, zack und dann ist das Gerät wieder freigeschaltet. So, 4x0 ist natürlich kein ratsamer PIN-Code, das ist immer so etwas auch wie 1, 2, 3, 4 oder so, was jemand, der ja ein bisschen Böses im Schilde führt und an euer Gerät will, dann auch wahrscheinlich als erstes probieren wird, weil eben viele keine Lust haben, sich irgendeine Zahl auszudenken und einfach da 4x0 reintippen. Kann ich nur von abraten. Wir machen das hier immer bewusst als Dummy, damit wir ja überhaupt irgendwie mal eine PIN haben. Und wir wollen das Ganze jetzt ändern und dazu müssen wir einmal ins Menü bei dem GL7. Dazu klicken wir hier auf das Steuerkreuz in der Mitte. Zack, dann rufen wir unser Menü auf und dann klettern wir hier einmal runter, bis wir zu den Einstellungen kommen. Da haben wir ja auch unsere Bildschirmsperre vergeben, Einstellungen ausgewählt, bestätigt und da sind wir auch schon bei dem Punkt Datenschutz und Sicherheit. Falls ihr hier irgendwo anders rauskommt, das ist immer hier, erstmal ist man da oben sozusagen unter einem Reiter und darunter sind dann immer die entsprechenden Menüpunkte dazu. Das heißt, erstmal muss man hier rüber nach rechts in diesem Fall zum Punkt Datenschutz und Sicherheit und dann habe ich hier Bildschirmsperre, das wähle ich aus und dann kann ich hier die Bildschirmsperre, habe ich überhaupt eine Übersicht, ob sie an oder aus ist und der zweite Punkt, das ist das, was wir jetzt wollen, Entsperrungscode ändern. Also dann einmal bestätigen hier in der Mitte. Und jetzt muss ich den aktuell bestehenden Entsperrungscode eingeben. Logisch, das ist halt eine Sicherheitsabfrage, damit jetzt nicht irgendein Fremder hier einfach irgendeinen Entsperrungscode eingeben kann, der mal kurz an mein Handy gelangt ist und ich nehme das danach wieder in die Hand und klappe es zu, klappe es auf und kann meinen Code nicht mehr eingeben. Deswegen kann nur der praktisch, der diesen Entsperrungscode kennt, den alten, auch ist dazu befähigt, als einziger hoffentlich diesen auch zu ändern. So, und wir geben jetzt hier einmal den alten Code ein, das war ja 4x0 und jetzt kann ich mir was Neues ausdenken. Und an dieser Stelle, wie eben schon mal gesagt, denkt euch was Vernünftiges aus. Etwas, was nicht zu einfach ist, aber ja, mit dem ihr euch irgendwie gedanklich verknüpfen könnt, eine Zahlenkombination, sei es ein Geburtstag, ein Geburtsjahr, die sind immer begrenzt, da ist die Sicherheit dann nicht so ganz hoch, aber ja, irgendeine Zahlenkombination. Ich mache jetzt hier bewusst wieder was Einfaches, ich zeige es am besten gar nicht, dann kommt auch keiner in Verlegenheit. So, ich weiß, was ich da jetzt eingetippt habe, das Ganze wiederhole ich dann nochmal. Und dann müsste das Ganze fertig sein. Genau, alle Punkte sind blau, das heißt, ich habe das erfolgreich geändert. Und beziehungsweise das Ändern bestätige ich dann erst, indem ich jetzt auf diese Taste drücke hier oben rechts. Das ist eben hier dieser Bezug zu dem Menüpunkt. Also ändern, okay, Entsperrungscode geändert. Die Nachricht bekomme ich. Und jetzt verlasse ich hier das Menü mit der roten Taste, klappe mein Gerät jetzt einmal zu, klappe es wieder auf und dann probiere ich jetzt einmal bewusst die wir vorher hatten, nämlich 4x0 und das dürfte dann ja nicht funktionieren, also 1, 2, 3, 4, genau, ungültiger Code, also gebe ich jetzt einmal meine richtige PIN ein und dann ist mein Gerät wieder freigeschaltet, genau, das ist die PIN, die ich jetzt gerade zuletzt eingegeben habe. Somit hat das funktioniert, so haben wir unsere Bildschirmsperre geändert und hoffentlich jetzt einen Code vergeben, den wir uns sehr gut merken können und ja, ganz wichtig eben, wenn ihr euch mal beobachtet fühlt, zum Beispiel wenn ihr in Bus oder Bahn, wo die Leute eng gedrängt sind, euer Handy rausholt und da diesen Code eingegeben habt, dann passiert das halt schon mal, vielleicht sogar unabsichtlich von jemandem, dass er da mal gerade auf euer Gerät geschielt hat, aber ihr könnt dann natürlich immer sicherheitshalber diesen Code ändern, wenn ihr euch da wirklich ja, bedrängt fühlt und meint, am nächsten Tag könnte es sein, dass jemand, der an euer Handy gelangt, den Code weiß.
dann wisst ihr jetzt zumindest, wie ihr diesen ändern könnt. Könnt ihr natürlich auch häufiger machen, dann lauft ihr nur Gefahr, dass ja irgendwann ihr nicht mehr wisst, welche PIN ihr vergeben habt. Ist ein wichtiges Thema, deswegen nochmal mein Tipp, schreibt euch die PIN irgendwo hin, wo ihr wisst, wo sie steht, ohne jetzt drauf zu schreiben, hier, das ist mein Handy und das ist das GL7 und das ist meine PIN. Am besten einfach nur diese 4 Zahlen irgendwo reingeritzt, hingekrickelt, wie auch immer, dass nur ihr wisst, was diese 4 Zahlen dann auch zu bedeuten haben. Also, das waren alle Tipps, die ich euch noch mit auf den Weg geben kann. Ich hoffe, ihr lasst euch eine vernünftige PIN einfallen und schützt euer GL7 damit. Ich hoffe auch, dass euch das Video dazu jetzt geholfen hat und gefallen hat. Dann lasst gerne ein Däumchen nach oben für uns da. Abonniert auch gern kostenlos unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!